Hallo und willkommen zu einem neuen Fahrvideo mit meinem SR2 auf meinem Kanal. Ja, bevor es richtig losgeht, bevor wir heute mal in den See fahren bei dem schönen Wetter, müssen wir erstmal zur Tankstelle Luft aufpumpen. Das ist ein bisschen nervig. Der SR2 hält nicht gut Luft. Das müssen wir jetzt erstmal machen, ein bisschen Luft aufpumpen, weil ich denke, hier ist zu wenig drauf. Also das müssen wir als erstes machen. Eigentlich als zweites, weil erstmal müssen wir den Motor ankriegen. Ich habe einen Benzinfilter nachgerüstet und seitdem muss ich sagen, springt er ein bisschen schlecht an. Das Benzin läuft nicht so gut durch. Ist klar, der blockt halt ein bisschen. So, das heißt anspringen, Benzinhahn auf. Schok, müsste hier drüben bei dem. Und ja, jetzt müssen wir antreten. Anders können wir hier leider nicht machen. Jo. Mal wie gesagt, mit antreten wird nichts hier. Also wir müssen anfahren. Es hilft alles nichts. Anders springt er hier nicht an. Also machen wir einen schönen SR2 Rodeo Start. Aber es geht. Heute ist relativ warm. Können wir einen kleinen Schub wieder reinmachen. Licht anmachen. Es leuchtet. So, jetzt ab zur Tankstelle. Erstmal Motor ein bisschen warm kriegen. Jetzt merkt ihr hier am Anfang, wenn der Motor kalt ist, nimmt er echt schlecht Gas an. Das müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen hinzugeln. Naja, aber willkommen in Leipzig. Hier ist jeder andere rot. Immerhin Standgas. Hält er ganz gut. Klappert noch ein bisschen. Ich weiß aber gerade nicht, was hier klappert. Dann müssen wir mal gucken, ob es dann vielleicht nachher besser wird. Weniger klappert vielleicht. Naja, jetzt fahren wir erstmal zur Tankstelle. Na also, geht doch. Aber irgendwas klappert heute ein bisschen doller als sonst. Müssen wir uns gleich nochmal der Tankstelle angucken. Was hier das Problem ist. So, Geschwindigkeitsnavi stelle ich dann nachher ein, damit er sieht, wie schnell ich fahre. Weil der Tacho ist ja eher mehr so ein Schätzeisen. Ja. Stelle ich dann gleich ein, wenn wir auf unsere Tour dann richtig starten. Wie gesagt, ich habe heute geplant, bei dem schönen Wetter hier im Sommer, fahren wir mal in den See. Und Leipzig ist ja durch den Braunkohletagebau mit vielen Seen gesegnet. Ja, und da fahren wir heute mal zum Kossi, würde ich sagen. Ja, wer das nicht kennt, hier in Leipzig gab es früher keine Seen, aber hier war halt große Braunkohletagebauregion. Das war alles quasi über Tage. Nicht unter Tage im Ruhrgebiet, sondern über Tage.
hätte jetzt fast gesagt, dass man es hier so klappert, ist eine Tachowelle. Aber es hat ja vorhin im Stand geklappert. Naja, auf jeden Fall, dass hier ist alles Übertrage abgebaut worden und die ganzen Restlöcher sind halt geflutet worden. Deswegen gibt es jetzt hier unzählige Seen. Und auch schön angelegt. Ja, und zum quasi mit einem der ältesten Seen, zum Kossi, will ich heute mal fahren. Ja, wir sind schon im Süden hier. Also fahren wir da auch hin. Übrigens, was mir gerade einfällt, es gibt auch noch einen Pulki. Bei dem bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Der Pulkwitzer See, ob der auch ein Tagebausee ist. Ich glaube fast nicht. Der Pulki könnte, weiß ich, ein natürlicher See sein. Ich kann es euch nicht sagen. Naja, egal. So, wo klappert es jetzt hier? Ah, es ist das Blech hier. Das Blech klappert. Das müssen wir bloß ein bisschen. Schön, dass wir es rausgekriegt haben. Das müssen wir bloß ein bisschen fester randrehen. Und dann klappert es schon auch nicht mehr. So, und jetzt können wir gleich mal gucken. Vor 3 Wochen das letzte Mal aufgepumpt. Auf 2 Bar. Und jetzt gucken wir mal, bei was wir jetzt gelandet sind. Also gefühlt ist ja bloß noch 1 Bar drauf. Aber wir werden es gleich sehen. Zum Glück gibt es Tankstellen, wo man kostenlos aufpumpen kann. Oder auch nicht. Doch jetzt. So, was haben wir? Nicht mal 1 Bar. Innerhalb von 3 Wochen. Vor 3, ja. Also. Oh. Okay, gut. Machen wir gleich mal 2,1 drauf. Das ging schnell. Oh ja. Naja, gut, ist ja auch Motorradreifen. Das hier ist auch schon ein bisschen festgerostet hier. Man sieht auch, der ist nicht ganz perfekt gerade drin. Naja. So, also hier hat man ein bisschen was unter 1 Bar. Guck, was wir hinten drauf haben. Das ist ein bisschen blöd hier gemacht, Mensch. Der hält nicht recht. So, was haben wir hier? Auch stark unter 1 Bar. Also wie man sieht, das wird hier auf Dauer nichts, da muss ich mir noch was überlegen. Mal aller, da müsste man ja fast jede Woche Luftdruck auffüllen, da könnt ihr gerne mal schreiben, Kommentare, ob das bei eurem SR2 auch so ist, kann ich mir nicht vorstellen. So, egal, ich stelle jetzt mal das Navi ein. Und dann geht's los zum See. Wir haben aber unterwegs noch ein paar Zwischenstationen. Werde ich euch gleich erzählen. Planung aus. Wir fahren jetzt hier los. Fahren zum Brune-Blache-Stadion. Das will ich mir mal angucken. Von Lok Leipzig. Von da aus fahren wir weiter zum Aussichtspunkt vom Markleberger See. Dann fahren wir noch zu einer Bowlingbahn mit einer alten Straßenbahn. Und dann fahren wir zum Kosputner See. Los geht's. Halbe Stunde. Bei mir wird es natürlich ein bisschen länger dauern. Ist ja klar. Bin ich der Schnellste hier. Und ein bisschen Berufsverkehr haben wir leider auch. Berufsverkehr, ne? Obwohl es ist jetzt schon Abend. Also ganz so schlimm kannst du kannst eigentlich nicht werden. Fährt sich gleich viel besser, muss ich mal sagen, mit Luft auf dem Reifen. Deutlich besser. Und was viel ausmacht, dass ich den Bautenzug verlängert habe. Das macht echt viel aus.
Also seitdem kann man wirklich mal gut schalten. Ja, also zum Thema Berufsverkehr hier. Geht gleich gut los hier. Ja, da kann ich euch schon mal was zum ersten Punkt erzählen, wo wir hinfahren. Lok Leipzig war halt früher mal eine relativ gute, zu DDR-Zeiten, Fußballmannschaft. So, erst mal gucken, Kamera läuft, genau, ja, Fußballmannschaft. Jetzt nach der Wende halt leider nicht mehr so gut. Naja, jetzt gibt es halt RB Leipzig, ne? Aber nichtsdestotrotz, da vorne sieht man übrigens schön das Völkerschlachtdenkmal. Nichtsdestotrotz, das Bruno Blache Stadion gibt es halt immer noch, ist klar. Und der Fußballverein RB Lok Leipzig gibt es auch noch. Die hatten sich nach der Wende mal zurück umbenannt, wie sie früher mal hießen. Die hießen früher mal VfB Leipzig. Zu DDR-Zeiten hießen sie Lok. Dann hießen sie wieder VfB Leipzig. Und dann, ich glaube, VfB Leipzig ist ein paar Mal pleite gegangen. Und da haben sie dann irgendwann gesagt, zurück zu unserer Tradition. Die ganzen Leute, die hier kommen, die wollen eine Lok Leipzig sehen. Naja, haben sie ja Lok Leipzig genannt. Und seitdem muss ich sagen, ich glaube, die haben sogar in der letzten Liga wieder gestartet. In der allerletzten Liga. Dritte Kreisklasse hier in Leipzig. Aber seitdem haben sie sich kontinuierlich hochgekämpft, muss man mal sagen. Und ja, also die haben ihre Fans. Auf jeden Fall. Gibt ja dann auch noch Chemie Leipzig. Das war ja der zweite große Fußballverein in Leipzig. BSG Chemie und erster FC Lokomotive Leipzig. Das waren die beiden DDR-Clubs. Ja, und Chemie Leipzig hatte sich dann auch wieder umbenannt. In, so wie Bayern München, in Sachsen-Leipzig. Aber ich glaube auch Chemie Leipzig heißt wieder Chemie. Ja? Ich glaube, die haben sich auch wieder. Naja, es ist halt eine alte Tradition. Die ganze DDR-Oberliga, das war schon nicht schlecht. Ne? Und die ganzen Leute von früher, die zur DDR-Oberliga schon ins Fußballstadion gegangen sind, die wollen halt heutzutage auch noch ihre alten Clubs wieder sehen. Ja, und deswegen sind wir halt wieder bei Lok und Chemie. Es gab ja alles mögliche, es gab ja auch noch Dynamo, Dresden, Carl Zeiss Jena, es gab ja alles mögliche. Die Namen waren schon sehr kreativ. Ja, und das Schöne hier ist übrigens, ihr werdet gleich sehen, da steht sogar eine Lok davor vom Stadion. Das ist wirklich cool, so eine Rangierlok. Leider auch schon wieder ein bisschen Jahre gekommen, aber ist mal ein interessantes Feature. Wir sind übrigens gerade von der Stadtgrenze reingefahren, ne? Dort wo die Tankstelle war, ist die Stadtgrenze von Leipzig. Ich gab auch schon mal ein Video, wo ich hier die Prager Straße, auf der wir gerade fahren, einmal komplett bis in die Innenstadt abgefahren bin. Also wen das interessiert, der muss da mal danach gucken. Weil wir biegen jetzt gleich links ab. Und wie gesagt, in dem anderen Video bin ich einmal von der Stadtgrenze, wo wir jetzt losgefahren sind, bis in die Innenstadt nur diese Straße hier gefahren. Nur diese Straße hier geradeaus. Aber wir müssen laut Navi in 214 Metern links abbiegen. Und dann sind wir auch gleich beim Stadion. Und dann haben wir genug Sightseeing von der Innenstadt gemacht, oder von der Stadt Leipzig. Dann möchte ich an den See. Dann fahren wir schön raus nach Markleberg. Dort fahren wir an den Markleberger See.
und äußerst witzig für die Leute hier. Wenn ich hier mit meinem kleinen SR2 hier irgendwie durch die Stadt düse. Aber man muss sagen, ich bin in Leipzig relativ wenig Roller unterwegs hier und so. Ich finde, Berlin oder so, da sind mehr Roller unterwegs. Hier ist ein bisschen mau. Hier sieht man eigentlich fast gar keine Motorräder. Hier ist eigentlich nur Autos. Und mein kleiner SR2 hier. Der hier schön durch Leipzig durchbügelt. Herrlich. Freut mich richtig. Macht richtig Spaß hier. So, also wie gesagt, jetzt biegen wir ab von der Parkstraße. Wir sind hier in Probstheida. Und hier ist auch das Stadion. Es gibt zwei Zugänge zum Stadion. Wir fahren jetzt zu dem Hauptzugang, weil ja, da auch die Lok steht. Ich überlege bloß gerade, ich glaube, wir kriegen hier nie grün, weil wir nicht auf der Schleife stehen. Also, ich habe keine Schleifenaktivierung. Ich glaube, wir werden hier nie grün kriegen, weil jetzt hätten wir eigentlich grün kriegen müssen. Die vor uns haben links abgebogen. Ja. Okay, also wir kriegen hier nie grün. Das heißt, wir machen Trick 17. Wenn jetzt nicht gleich grün wird, machen den Motor aus und schieben. Machen dann wieder an. Oh doch, es gibt noch Zeichen und Wunder. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, also hier links wäre der Hintereingang zum Stadion. Und hier rechts ist der Vordereingang. Natürlich halte ich dann jetzt auch mal kurz an, damit wir uns das mal in Ruhe angucken können. Und dann fahren wir weiter. Rechts von uns, also quasi gegenüber vom Stadion, ist der riesengroße Südfriedhof, der größte Friedhof von Leipzig. Wirklich riesig. Darf ich leider mit dem Motorrad nicht abfahren, auch nicht mit dem Fahrrad, da ist nur zu Fuß. So, und hier links haben wir das Stadion. So, Motor aus und wir gucken mal in Ruhe. Hier übrigens, hier links steht es noch, VfB. So hießen die halt früher, ne? VfB, Verein für Bewegungsspiele Leipzig. Dann hießen sie zu DDR-Zeiten Lok Leipzig, danach wieder VfB und dann wieder Lok Leipzig. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Wo haben sie denn die Lok hinge? Die Lok ist weg. Oder ach, da drüben steht sie. Da drüben. Also hier ist quasi der Haupteingang. Hier ist das Stadion. Mal kurz mal abstellen hier. Ja, hier ist das Stadion. Sogar mit Flutlicht. Und dort steht der Rangierlok. Ja, haben sie cool gemacht, finde ich nicht schlecht. Ist eine gute Idee. Finde ich toll. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt reinkommen aufs Gelände. Ich meine, wir haben mitten in der Woche. Wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich gucke mal. Weil wenn, dann könnten wir uns die Lok mal angucken. Hier haben sie eine Dampflok. Ist ja auch die, die rufen dann immer, wenn du spielst. Lokomotive. Ne, so ist der Schlachtruf hier. Also es ist tatsächlich sogar offen. Aber ich will weiterfahren. Mir ist warm. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Lok hier. So eine alte Rangierlok. Ne? Aber wie gesagt, finde ich cool. Hätten sie aber noch vielleicht mal wieder mal neu streichen können. Ne? Schon ein bisschen in Jahre gekommen aus. Ist aber trotzdem cool. Ja, und hier haben wir das Gelände. So, das nächste Spiel. Lok Leipzig, Chemnitzer FC. 3. Juni. Okay, so, naja. Fahren wir weiter, würde ich sagen. Ist zum Glück wirklich nicht so viel Verkehr, das ist eigentlich ganz cool. So, Motor an. Oh, Benzin dann auf.
Benzinern ist echt eine fiese Pfanne. Ich hatte schon mal vergessen, den Benzinern aufzumachen, bin liegen geblieben und dachte, der Vergaser hat ein Problem. Und hab dann, ich Idiot, den Vergaser unterwegs zerlegt. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass der Benzinhahn zu ist. Ich dachte, das Schwimmernadelventil hängt oder irgendein anderes Problem. Das war richtig dumm von mir. Eine halbe Stunde unterwegs gebaut, um dann mitzukriegen, dass ich den Benziner nicht aufgemacht habe. Ey. Mann, oh Mann. Aber das passiert einem auch nur einmal. Jetzt gucke ich immer, ob der Benziner noch offen ist. So, und jetzt fahren wir, wie gesagt, weiter zum genau, Aussichtspunkt vom Markleberger See. Immer noch übrigens rechts Teile vom Südfriedhof, der jetzt hier aber dann gleich zu Ende ist. Aber der ist wirklich mega groß. Und jetzt kommen wir nach Lösnitz. Genau, wir verlassen den Stadtteil Probstheida und kommen jetzt nach Lösnitz. Das ist so eine typische Neubausiedlung. Also DDR-Plattenbau. DDR-Plattenbau-Neubau. Mit, ich glaube, 16 Geschossern. Kannst jetzt nicht zählen während der Fahrt. Das war damals so die typische DDR-Plansiedlung mit Schulen, Kindergärten, alles durchgeplant. Gibt es in Leipzig noch zwei Siedlungen. Einmal Paunsdorf und dann noch Grünau. Das ist genauso wie Lösnitz hier. Aber wir fahren weiter geradeaus. Wir fahren jetzt nicht rein nach Lösnitz. Wir fahren weiter geradeaus, weil wir auf die große Straße nach Markleberg fahren müssen. Auf der Bronnersche Straße. Hier rechts sind übrigens so die älteren Bauten. Das war noch alles so. Ah, lasst mich mal liegen, 50er, 60er Jahre Bau. Das war noch vor den großen Wohnungsbauprojekten in DDR-Zeiten dann. Ich glaube so 70er, 80er. Aber manche Gebäude werden auch schon älter sein, weil ich glaube, hier links dann kommt nämlich der Nibelungenring. Ich glaube, der ist noch älter. Das ist, glaube ich, Gründerzeiten. Gründerzeitenbau. Ich gucke jetzt gerade, weil mir klappert es immer noch. Ich muss das nachher mal entklappern. Da muss ich das Blech nochmal irgendwie neu befestigen. Genau, hier ist dann links der Nibelungenring. Bin ich in einem anderen Video schon abgefahren, wen das interessiert. Bis zum Siegfriedplatz reingefahren, eine Showrunde gedreht und wieder raus. Also wen das interessiert, müsst ihr mal gucken, gibt schon ein paar Videos dazu. Das Schöne beim Nibelungenring ist, dass die Straßen halt auch alle nach der Nibelungensaga benannt worden sind. Aber wir sind jetzt schon vorbei. Also das hier ist dann nicht mehr Nibelungenring. Hätten wir ein Stück weiter links fahren müssen. Aber die Häuser haben sie schön gemacht hier. Das waren auch typische DDR-Altbauten hier. Frischer Anstrich, so ein bisschen Augenjalousien, macht schon was her. So.
So, weiter geradeaus. Hier ein bisschen versteckt ist auch das Schild. Aber Navi sagt weiter geradeaus. Aber ich fahre lieber hier lang. Vorne die Kreuzung ist mit der Groß, die hier geht auch. Es geht beides. Ein bisschen kenne ich mich aus zum Glück. Aber hier kann man auch links fahren. Stand ja auch dran. Bisschen langsam für den zweiten, aber das schaffen wir, geht schön bergunter. Ja, jetzt sind wir auf der Bornaschen Straße. Jetzt eigentlich nur noch geradeaus. Und dann kommen wir zum Erkleberger See. Oh, das klappert ordentlich hier. Naja, darum kümmern wir uns dann am Erkleberger See. Nee, wow! Wir fahren ja erstmal zum Wachauer See. Aber es klappert nur in einer gewissen Frequenz hier. Ein schneller Fahrer als 30 wird es auch nicht klappern. Ach schön, herrlich. Also bei Linie 11 fährt hier, fährt in die andere Richtung bis nach Steuditz. Das ist mega weit, da ist der Flughafen. Aber soll ich euch mal sagen, habe ich schon auf dem Zettel stehen, fahren wir auch noch hin. Aber das wird ein Stundentrip. Weil da müssen wir einmal komplett durch die Stadt und dann auch noch extrem weit rausfahren. Weil Steuditz ist wirklich weit raus. Das ist nicht mal eben so hier gleich in der Ecke. So wie heute. Mal kurz nach Markleberg. Also die Straßenbahn, wenn die hier losfährt in Markleberg bis nach Steuditz, ich denke, die hat auch gut mindestens eine Stunde zu tun, bis sie dort ankommt. Einmal durch ist. Ja, wir sind jetzt auch gleich raus aus Leipzig. Wir fahren jetzt gleich an der am Agra-Gelände vorbei. Dort war das Landsbulldog-Treffen. Wen das interessiert, müsst ihr auch das mal gucken auf meinem Kanal. Gibt es natürlich auch mehrere Videos dazu. Der zweite Gang mal kurz nicht rein so richtig, ja? Ja, das ist hier Millimeter Einstellungsarbeit. Aber wenn er einmal drin ist hier, ist er drin. Ich sollte mir vielleicht mal noch einen Roller aus Ludwigsfelde holen. Der hat Automatik. Wenn ich hier so viel Stadt fahre. Aber keine Angst, mache ich nicht. SR2 reicht vollkommen. Ich muss ja nur anfangen und dann noch einmal schalten. Das ist ja fast wie Automatik. So, hier sind wir jetzt beim Agra-Gelände. Wo früher die Landwirtschaftsmessen waren. Und hier sind halt immer mal Oldtimer-Treffen. Hier steht auch Messepark. Gleich gegenüber einer alten Minol-Tankstelle. Und jetzt verlassen wir auch Leipzig gleich. Da vorne ist das Ortsausgangsschild. Ortsausgang und gleich Ortseingang Markleberg. Ah, seht ihr hier, Oldtimer und Teilemarkt im September wieder. Herrlich, mein SR2 läuft richtig gut heute. Wunderbar, richtig schön hier lang zu schweben. Und ich muss sagen, ich feiere das, dass es Leute gibt wie euch da draußen,
die das zusammen mit mir feiern hier und sich angucken. Ich feiere das mit. Das ist einfach geil. Dass es noch mehr solche Bekloppte gibt wie mich, die das sich hier angucken. Wunderbar. Daumen hoch. Und Kuss geht raus an euch, ne? Sagt man ja so. Auf jeden Fall bin ich auch ein Hingucker hier. Die Leute gucken, was sich hier vorwärts bewegt und so schön knattert. Alle gucken und wollen sehen, was das ist hier. Herrlich. Passt wie mit Duo. Aber ich glaube, mit Duo wäre es noch krasser. Weil Duo noch ein bisschen lauter ist. Finde ich. Gefühlt. Der Motor macht nicht ganz so viel Lärm. So, bin ich jetzt falsch abgebogen? Nö, eigentlich nicht. Nö, Navi sagt noch geradeaus. Die Leute hier, die gehen wahrscheinlich alle zum Baden. Ich habe kein Badezeug mit, keine Badesachen. Machen wir jetzt auch nicht, wir wollen fahren. Das Fahren ist viel geiler. Es kühlt genug. Jemand hat ja auch mal geschrieben, ich soll nicht baden fahren, ich soll Content produzieren. Also machen wir jetzt Content. So, hier müssen wir rein. So, und der Autoreparaturservice, ich wollte gerade sagen, der Aussichtspunkt müsste irgendwo jetzt linke Hand sein. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Hier ist auf jeden Fall Sackgasse, aber ich glaube, wir müssen hier lang. Im Aussichtspunkt, ja. Da drüben steht schon ein Schiff. Wer hier wohnt, wer hier ein Haus hat, der gehört zu den Reichen, ganz Reichen von Leipzig. Eine Bude hier kostet locker mal über 1 Million. Ne? Also die schön reich und schön von Leipzig wohnt einfach hier mal am See und hat es auch nicht weit nach Leipzig rein. Krass, ne? Hier steht natürlich auch nur vom Feinsten. Krass. Auch noch nicht gesehen hier. Herrlich. Kohle Ahoi. Ich bin ja immer neidisch auf sowas. Aber alles gut. Ich denke, wir sind da. Hier ist es. Hier ist der Aussichtspunkt. Oder noch ein Stück weiter. Nee, ich glaube, wir sind da. Wir sind beim Aussichtspunkt. Benzinhahn zu. Hier ist noch ein Stein. Steht noch was drauf. Wer das lesen will, macht einfach mal Standbild. Und ich gucke mal. Ja, hier ist der Aussichtspunkt. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, dort ist noch ein Tagebaubagger. Der ist aber nicht mehr aktiv. Der ist bloß zum... Das ist ein Bergbautechnikpark, kann man sich angucken. Ja. Ja, hier ist der See. Da hinten übrigens der Kühlturm. Der eine, der aktiv ist, der andere ist auch noch aktiv, aber gerade im Moment nicht. Kraftwerk Lippendorf, das ist noch ein Braunkohlekraftwerk, was aktiv ist und Leipzig quasi bestromt. Komplett mit Kohle, die gefördert wird hier. Können wir uns auch irgendwann mal noch angucken, aber da muss ich mit irgendwas Schnelleren fahren. Weil da müssen wir ein bisschen übers Land fahren, da kann ich nicht hier mit der Simson fahren. Da brauche ich eine MZ. Genau, und da ist weiter der See. Ja, und ich würde sagen, wir fahren noch mal kurz doch runter zu dem Schiff, was dort ist. Das gucken wir uns auch noch an. Ich mache bloß vorher mal kurz noch mein Blech fest. Und dann geht's weiter. So, Blech habe ich jetzt hoffentlich noch mal ein bisschen besser justiert, dass es nicht mehr ganz so klappert. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Jetzt fahren wir noch mal zu dem Schiff, was dort unten steht. Und dann geht es weiter zum... Was
machen wir denn als nächstes? Ich glaube, die Bowlingbahn. Die Bowlingbahn mit DDR-Straßenbahn. Da müssen wir hin. So, wir können auch Fahrrad fahren. So wie alle anderen auch hier. Das machen wir jetzt mal bis da runter. Ist nicht so laut. Genau, und dann fahren wir jetzt zur Bowlingbahn. Und dann fahren wir mal zu einem anderen See als Vergleich. Damit ihr mal den Unterschied seht. Zwischen dem See hier, dem Wachau und dem Kossi. Also den Berg runter geht's, aber also ich möchte nicht mit dem SR2 längere Strecken so fahren. Boah, also erstens ist die Übersetzung total schlecht. Gut, andererseits muss die ja so sein, das kennt man gar nicht vorwärts. Der SR2 wiegt, ich glaube, 50 Kilo knapp. Ja. Wenn man da noch drauf sitzt, mit 80 Kilo, ist man bei 130. Also man kann sich so fortbewegen, wie man sieht, als Fahrrad, muss aber die ganze Zeit zweiten Gang eingelegt haben und die Kupplung gezogen haben. Also ist nicht sehr bequem. So, jetzt gucken wir noch mal kurz hier zum Schiff oder auch nicht. Doch, wir müssen zum Schiff gehen. Ja, da gucken wir jetzt noch kurz hin und dann fahren wir weiter. Natürlich rollen hier. Rollen wir, als wenn ich ein Fahrrad hätte. Ja, hier seht ihr mal die Gastronomie hier und das Ganze drumherum. Und nachher werdet ihr da gleich sehen, wie es beim Kossi ist. Da ist ein Tick anders. Ja, hier ist das Schiff. Oder zwei Schiffe sind hier. Ja, und mehr gibt es dann hier auch schon gar nicht zu sehen. Das ist es. Da hinten haben wir noch eine Kanuanlage. Da würde ich vielleicht aber mal ein andermal hinfahren, weil das ist nochmal ein ganz schönes Stück zu fahren. Das machen wir ein andermal. So, aber genug zu dem See jetzt hier. Wir fahren weiter zum nächsten See mit Zwischenstopp bei der Straßenbahn. Ja, also weiter geht's, ne? Aber wisst ihr was, ich werde dann nachher, weil da sind vielleicht doch mal ins Wasser springen. Das hat mich gerade hier ein bisschen, ja, mich gerade ein bisschen so ein bisschen Laune gegeben. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Content produzieren, wir müssen noch ein bisschen fahren. So, also weiter geht's erstmal. Jetzt fahren wir zum Kostbudner See. Klappert nicht mehr. Ich habe es gut repariert. Sehr gut. Jetzt können wir entspannt dorthin fahren. Mit, wie gesagt, noch Zwischenstopp bei einer alten Bowlingbahn, wo eine schöne alte DDR-Straßenbahn steht. So als Maskottchen. Das ist übrigens auch die Endstelle von der Elf, wo wir jetzt gerade sind. Von der Straßenbahnlinie 11. So, wir müssen jetzt links. Mal gucken, ob hier noch alles soweit eingestellt ist, jawohl. Aber hin läuft auch sehr gut, muss ich mal sagen. Läuft wunderbar. Jetzt
kam bloß noch grün. Wir fahren jetzt übrigens von einem Teil vom Magletag in den anderen Teil. Wir fahren jetzt, ich weiß nicht mehr genau, von Ost nach West oder von West nach Ost. Auf jeden Fall ist nämlich Magletag zweigeteilt. Es gibt Magletag Ost und Magletag West. Und Magletag ist durch die B2 genau in der Mitte geteilt. Total krass eigentlich. Und quasi hier den neueren Teil, weiß ich nicht, mehr oder weniger, von Magletag. Und wir fahren jetzt, ich glaube, in den älteren Teil. Weil dort, wo wir jetzt hinfahren, ist richtig oft so eine Innenstadt und so. Und hier in dem Teil, wo wir jetzt waren, habe ich noch keine Innenstadt gesehen. Deswegen vermute ich, dass der Teil hier vom Magletag der neuere ist. Wer Magletager ist, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, wer sich auskennt. Ich kann ja nun mal nicht alles wissen. Aber ich weiß, dass, wie gesagt, hier eine Teilung ist. Und wir fahren jetzt quasi entweder von Ost nach West oder von West nach Ost rüber. Vielleicht steht es auch gleich noch dran. Hier ist auf jeden Fall rechte Hand dann noch Fußballplatz mit TSV Magletag. Ja, jeder hat hier einen Fußballverein. Es gibt natürlich dann auch noch Kickers Magletag. Die sind sogar relativ hochklassig früher gewesen. Ich glaube Landesklasse. Aber ich muss sagen, ich verfolge Fußball schon eine ganze Weile nicht mehr. Deswegen kann ich es euch nicht sagen, was die im Moment für eine Liga spielen. Auf jeden Fall, hier kommt jetzt quasi die Teilung. Das ist quasi erstmal nichts. Dann kommt ein Fluss. Ich glaube, es müsste die Pleiße sein. Dann kommt hier eine große Straße. Das ist die B2. Und dann kommt das andere Magletag. Als wenn man in einer anderen Stadt ist, das ist aber die gleiche Stadt. So, hier seht ihr jetzt Autobahn ähnlich aufgebaut. Dürfte ich, glaube, aber befahren. Ah ne, da ist ein Schild. Autostraßenschild. Fahrräder verboten. Also, ja, ich glaube, da dürfte ich nicht drauf. Die Straße. Ja, steht schon dran, das Gutner See. Ja, jetzt sind wir in dem anderen Teil vom Magletag. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, merkt ihr, wie das hier schlackert? Ich werde noch, um auch das Problem mal mit der nachlassenden Luft zu beheben, ich werde hier mal neue Felgen verbauen. Die Felgen sind zwar okay, die hier drauf sind, aber ich habe irgendwie also nicht so das Vertrauen irgendwie. Schon alleine wegen der Luft und so allem, das passt mir alles nicht. Ich werde neue Felgen verbauen hier, perspektivisch. Zeige ich euch natürlich. Problem ist nur, es gibt nicht so einfach hier Felgen zu kaufen. Ne? Da muss man immer eine alte Radnabe abgeben als Altteil. Also habe ich mir jetzt Felgen gekauft, habe mir jetzt noch Radnaben gekauft und speichere jetzt erstmal nochmal ein. Das dauert noch eine Weile. Ich muss quasi die Felge neu selber einspeichern, dann muss ich sie noch neu zentrieren. Und dann können wir mal tauschen. Wir hoffen, dass es dann eben nicht mehr so schlackert hier in der Lenkung. Weil das ist ja wirklich, also ab 40 ist hier absolute Oberschlackerheit. Ich denke, das liegt ein bisschen an den Felgen. Aber wir werden sehen. Die neuen Felgen, die ich bestellt habe, sind jetzt auch nicht so der Mega-Hit. Ich habe es mir schon mal angeguckt. Naja, aber schauen wir mal. So, jetzt sind wir gleich da übrigens. Hier links ist
Stadion von Kickers Markkleeberg. Genau, hier links ist das. Wir haben schon ein relativ großes Stadion. Also man sieht, Markkleeberg ist jetzt nicht so ohne. Wir haben schon, hier müssen wir rein. Fast vergessen. Hier haben wir die Straßenbahn. Da müssen wir da lang fahren. Die ganz alte. Fahren wir mal kurz dran lang, damit ihr es auch mal gesehen habt. Genau, hier steht es auch Kickers 94, ist der Parkplatz. Und hier ist die alte Straßenbahn, die geht dann noch rein hier. Ja, ist so eine ganz alte, ne? Krass. Nicht schlecht. Aber wisst ihr was? Das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack. Ich fahre demnächst noch zum Straßenbahndepot, zum Großen. Und da stehen dann noch viel mehr von den alten Straßenbahnen. Jetzt fahren wir aber erstmal baden. Ja, also wenn das interessiert, dann müsst ihr dranbleiben. Da fahre ich demnächst noch hin. Das ist aber komplett andere Richtung. Leipzig ist schon relativ groß. Also das ist nicht mal eben 10 Minuten in die andere Richtung. Da müsst ihr jetzt schon mit dem SR2 bestimmt eine Dreiviertelstunde von hier aus, von Markkleeberg aus fahren, bis zum anderen Straßenbahndepot. Deswegen wird es da ein eigenes Video geben. Wenn wir uns nochmal das Straßenbahndepot angucken. Hier ist übrigens weiter reich und schön von Leipzig. Also hier ist die Kohle da. Alles um Millionenwillen. Und wie ihr seht, also gleich sehen werdet, wir sind auch gleich am Kossi. Also wer hier baut, Hut ab, der hat es gelöst. Er hat auf jeden Fall Format auf dem Konto. Oder extrem gute Kreditwürdigkeit. Weil ich habe mir sagen lassen, zu den Höchstzeiten bis zu 300 Euro der Quadratmeter. So, weißt du, bei 1000 Quadratmeter bist du schon mal 300.000 Euro nur das Grundstück los. Dann sagen wir mal noch das Haus 500.000, dann bist du bei 800.000. Außenanlagen und all drum dran bist du bei 1 Million, was du hier mal eben hinlegst. Aber dafür halt gute Lage, ne? So, mein Navi springt gerade ein bisschen rum. Ich bin doch woanders lang gefahren. Ich will immer noch da lang. Ich will aber hier lang. Ich stelle euch mal Kilometer zum Abschluss ein hier, weil ich weiß ja jetzt, wo es lang geht. Wir fahren voll der Sonne entgegen. Und wisst ihr was? Bevor wir zum Kossi gleich fahren, der ist nämlich da vorne, 1 Minute oder 2 sind es nur noch. Ich biege noch einmal kurz hier rechts rein. Ich will mal so ein Neugebaugebiet abfahren. Ja, einmal gucken, was hier so für krasse Buden stehen. Dann fahren wir zum Pier 1. So, war das hier rein? Jawohl. Nee, noch nicht. Hier ist noch frei. Hier ist noch ordentlich Freiraum. Also wer 300 Euro hat, kann ja gerne zuschlagen. Andere haben es schon gemacht, wie man sieht. Das gucken wir uns jetzt gleich noch an. Kleine Showrunde mal hier durchs Reichengebiet. Montessori-Straße. Aha. Ja. Ja, das sind mal ordentlich Hütten hier. Ist immer mal ganz interessant, mal bei den Reichen lang zu fahren und zu gucken, was es so alles gibt.
was so alles geht. Wie zum Beispiel das Haus dort. Das ist schon krass. Oh, das daneben. Krass, das sieht ja aus wie um so ein Bunker. Hier, das ist ja der Hammer. Ja, aber der fährt kein SR2. Aber das ist ja krass. Okay. Na klar, hier schön mit Terrasse und allem drum und dran. Schöne Stadtvilla. Wird es jetzt auch gleich werden, weil jetzt sind wir gleich beim Possi. Und da habt ihr auch mal den Vergleich zwischen Markleberger See, Strandpromenade und dann jetzt gleich Possi Strandpromenade. Das ist nochmal ein anderer Haus. Ja. So, dann müssen wir wieder rechts abbiegen. Da vorne ist es schon. Man sieht es noch nicht. Aber da vorne sind wir gleich da. Das ist ein bisschen unscheinbar hier. Im ersten Blick würde man gar nicht denken, dass es hier zum See geht. Aber ihr werdet gleich sehen, dort ist dann doch schon ein bisschen was. So, hier geht es nämlich rein. Gut, Kostbuden zum Schwimmen steht rechts, Hilbiger zum Parken steht links. Das stimmt, es gibt halt, muss man sagen, mehrere Eingänge hier. Hier ist der Hafen, ja, aber hier ist auch Badestelle. Aber der Hauptstrand ist woanders, okay, das stimmt. Aber trotzdem. Hier sind wir richtig, hier sind wir beim Kossigen. Und hier rechts sind natürlich dann auch wieder die super Premium-Häuser. Zu DDR-Zeiten wollte das Land hier teilweise gar keiner haben, weil man Angst haben musste, dass es weggebaggert wird. Und heutzutage, ne, mega, mega teuer. Ja, hier sind wir im Kossigen jetzt. Wir haben es geschafft. Das war meine kleine Rundfahrt mit euch. Vielen Dank für euer Interesse. Ja, ich mache jetzt aus hier und Roller noch ein Stück weiter. Guckt mal die ganzen Schiffe an. Also hier ist ein bisschen was anderes. Ne? Also hier ist ein bisschen mehr los, würde ich sagen. Ja, ich radel noch mit euch dort bis vor und dann ist das Video zu Ende. Wir haschen noch einen kleinen Blick auf den See. Damit ihr das auch mal seht, den Vergleich habt. Was hier so abgeht. Und was am Markleberger geht. Also es ist schon ein echt krasser Unterschied.
muss ich aus dem Sattel gehen hier. Ja, also das hier haben sie natürlich viel besser gemacht. Guck mal. Das ist einfach mal ein schwimmendes Restaurant. Beziehungsweise auf Stelzen im Wasser. Ist schon cool. Dann da drüben riesiger Hafen im Vergleich zu dem anderen See. Ja, Surfareal Segelschule. Hier ist ein bisschen mehr los. Okay, also dann vielen Dank für euer Interesse. Ich habe das Ziel erreicht. 16 Kilometer sind wir gefahren. 50 Minuten. Krass. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.